Peter! Er atmet nicht! Ruf den Notarzt! Nicht zu glauben. Wir haben seinen Namen immer noch nicht eingraviert. Sind jetzt 2 Monate. Er wird uns allen bitter fehlen, solange wir leben. Aber wir müssen einfach lernen zu leben ohne Dad. Nein. Ich weiß, wo Dad ist. Mein Dad lebt in einem Baum weiter. Darum gehe ich jeden Tag zu ihm. Ich kann sogar hören. Simon, komm runter! Wie er spricht. Dad? Er war nicht nur dein Dad. Du bist nicht die Einzige. Es ist gut, dass du die Kinder hast. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Leben vor ihnen war. Und mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Ich denke, die Baumwurzeln blockieren die Rohre. Das ist dieser elende Feigenbaum. Das ist kein Baum, das ist ein Oktopus. Hören Sie zu, niemand wird mich je dazu bringen, diesen Baum zu fällen. Komm runter, George! Hör auf da, genug! Du kommst mir gar nicht mehr traurig vor. Ich meine, man kann glücklich sein im Leben oder traurig. Und ich will glücklich sein. Also bin ich's eben.